Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So, ich will jetzt noch mal versuchen hier rein zu gehen und dieses Mal ohne dabei entdeckt zu werden. So, vielleicht einmal hier schnell speichern. Hier werde ich aber gesehen. Warum werde ich hier gesehen? Ich habe das Ding nicht an. Vielleicht hier auch. Ne, ich kann während eines Einbruchs nicht warten. Ich muss schon da warten. Warten wir mal 4 Stunden. Mitternacht. Und hoffentlich kann ich da jetzt richtig rein. Ohne entdeckt zu werden. Die Wache da vorne. Die wird mir noch Probleme machen. Mist, ich lade nochmal. Hier. Warte, wie spät haben wir es? 8 Uhr ab. Ah, Mist. So, vielleicht 6 Stunden. Bis 2 Uhr morgens. Und sonst habe ich keine Ahnung, wie ich da einbrechen soll. Ernsthaft. Was soll ich machen? Und hier vielleicht raus? Ja, das führt noch weiter runter. Ich mache hier mal vielleicht wieder zu. Hörst du ihn nicht? Oder wenn ich jetzt die komplette Rüstung ausziehe? Weil die macht ja Geräusche. Einmal komplett nackig. Zu schwer belastet. Keine Ahnung, wie das lösen soll. Sieht er mich oder haut er jetzt gleich ab? Ich weiß es nicht, nämlich nicht. Ansonsten, ich renne nochmal durch. Oh, Maus! So. Bei der Gnade Asuras, hat man denn hier gar keine Privatsphäre mehr? Raus hier! Mich sonst irgendwie anders dahin? So. Ich hoffe, der haut ab. Thank you.
So sieht er mich. Weißt du was? Ich versuch's mal. Haltet auf. So, Zuschauer. Vielleicht klappt das so. Jetzt nochmal rein. Nochmal den Weg. Dann müsste das Tor jetzt, also die Tür jetzt offen sein. Gehe ich mal von aus. Raus hier, jetzt. So. Ich habe den Brief. Jetzt ist hier zu, okay. Ich speichere das einmal. Ich gehe schon. Ich gehe schon, ja. Ich habe nichts geklaut. Okay. War diesmal ein bisschen schlauer. So, dann kann ich ja den Ring wieder ausziehen und das hier wieder anziehen. Und das hier dafür wieder an. Und die nehme ich wieder mit. So. Nee, falsche Richtung. Hier lang. Wir haben die Kandidatenliste, ja. Weswegen wir hergekommen sind. So, Tür zur Goldküste. Was ist? Hallo? Was denn nun schon wieder? Nichts, nichts. So, eine Reihe schäbiger verlassener Gebäude. Okay. So, dann müssen wir jetzt damit zu einem der Diebe. Zu den Bettlern meine ich. Nicht zu den Dieben. So. Ich Olbus. Bin so hungrig. Ja, hier. Vielen Dank, mein Herr. So, wo ist der Meisterschmied? Na gut, aber nur, weil ihr mir sympathisch seid. Sucht nach einem Mann, den alle Fremder nennen. Er lebt hier in Anvil, wenn ihr von der Kapelle von Dibella aus weiter die Straße entlang geht. Okay, danke schön. Möge Stendar euch segnen. Also... Das hier? Verlassenes Haus? Was Ein wollt Fremder. Ihr? Kennen wir uns? Wer seid ihr? Ich bin der Fremde. Ja. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Das und das mit mir nicht zu spaßen ist. Okay, fälscht diesen Brief bitte. Ja, das ist möglich. Ich kann ihn so ändern, dass er insbesondere Lex empfiehlt. Ich brauche einen ganzen Tag, um diesen Brief anständig zu fälschen. Dann könnt ihr wiederkommen. Einen ganzen Tag? Natürlich erwarte ich dann auch schon die vollständige Bezahlung. Okay, wie sieht's mit dem gefälschten Brief aus? Weshalb belästigt ihr mich? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt verschwindet und lasst mich weiterarbeiten. Okay. Einen ganzen Tag. Okay, ich lasse euch arbeiten. Was machen wir in der Zeit? Können wir erstmal eine andere Quest dann machen, ne? So, wir kümmern uns um Lex. Das wird 500 Goldstücke kosten. Okay, freiberuflicher Diebstahl. Kauf ein Haus in Skingrad. Komm, wir holen uns die Rüstung endlich mal ab. Die Richtung müssen wir.
Obwohl, so viel, wie viel wir jetzt hier mit uns rumschleppen, könnte doch ein bisschen schwierig werden, die endlich abzuholen. Wo ist die Tür? Das Tor. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Würde ich sagen, warte mal, dann machen wir einen kleinen Zwischenstopp bei der Priorei. Ja. Laden da die Sachen ab. Die Pfeile erstmal wieder. Ja, Kommandant? Ah, Ritter. Seid begrüßt, Ritter. So, ich lade die Sachen wieder ab. Liebest euch auch. Ebenholzdolch. Warum haben wir den Ebenholzdolch? Klinge des Leids. Ihr könnt während des Kampfes keine Questgegenstände aus eurem Inventar entfernen. Wofür war die Klinge des Leids? Wenigstens wiegt die nichts. Warum haben wir auch noch einen Stahldolch mit? Sonst noch irgendwas? Was ist? Wurde das Kloster aufgebrochen? Sind die Toten auferstanden? Erzählt mir von... Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg, unsere neue Rüstung abzuholen. Die Drachen... Drachenkaiser-Rüstung? So. Diesmal haben wir es aber hingekriegt, mit nur einmal Ärger zu bekommen. Wie viel Gold habe ich noch? Okay, 22.000. Wir hatten 40.000 vorhin. Achso, und vielleicht einmal... Nee, nicht das. Hier. Ah. Da hinten ist Wasser. Vielleicht gibt es da noch ein paar Nierenwurzeln. Wir brauchen ja noch einiges. Und noch einen Berg. Ja, komm. So. So, 40 Nierenwurzel werden wir brauchen. Und ich hoffe, noch ein paar zu finden. Irgendwie nicht. Irgendwie sehe ich hier nichts. Doch, da. Da ist einer. Ja. Wollte schon sagen, was will mich hier angreifen? Wir müssten jetzt aber, glaube ich, da haben wir jetzt an Nierenwurzeln. Acht. Acht Nierenwurzeln. Neun. Da ist die neunte. Akrobatik hat sich verbessert. Nice. Komm, wir gehen da rum. Da ist ja die Brücke.
nur noch 31 und dann müsste das hoffentlich mit Synderion abgeschlossen sein. Na, mein Kleiner? Süß, wie die sind, die eigentlich immer wieder versuchen. Okay, hier ist irgendwo noch einer. Dum, 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 dum. Ach, da! Das ist aber keine Schlammkrabbe. So, was gibt's denn da drin, ne? Ein paar Pfeile. Nehmen wir mit. Gold. Und Dunkelbier. Mehr könnt ihr also nicht. Ach, da seid ihr. Jetzt ist Schluss. Der hätte einen Dolch, hat er. Ich hoffe mir immer noch einen dädrischen Langschwert. Ich hoffe es mir wirklich immer noch. Da haben wir noch einen Indian Woods. Jetzt müssten wir 10 haben, ne? 10, ja. 30 noch. Okay, auf der Seite war jetzt nichts. Dann gehen wir uns die Rüstung abholen. Und dann bin ich gespannt, ob die dann besser ist als das, was wir jetzt haben, oder eher weniger. Einmal kurz speichern. Ich habe Angst mittlerweile, wenn das Spiel abschmiert. Wenn eine Spieldatei irgendwie beschädigt ist oder so. Was? Rotzt er mich voll? Sprecht. Ich laufe an dem vorbei und er rotzt dann einfach. Das finde ich aber frech. Ich höre euch zu, Bürger. Grüße. Grüße. Der Graufuchs schätzt eure Taten für die Gäste. Sag das noch lauter, bitte. Wo muss ich hin? Zum Gefängnis? Warum muss ich zum Gefängnis für die Rüstung? Nicht bei ihm? Was braucht ihr, Meister? Waffenlager. Ich darf mich hier anscheinend einfach bedienen. Hier ist das. Kaiserliche Drachenstiefel. Ich habe die kaiserlichen Drachenrüstung erhalten, die Lord Kanzler Akata für mich hat schmieden lassen.
Warte mal. Drachenbeinschienen? Warte mal, ich will mir mal ansehen, wie das komplett aussieht. Ja, es sieht eher nach Ebenerz aus. Okay, ich bleibe aber dann bei meiner Rüstung. So. Und lager das dann sachgemäß ein. Das heißt, dann für uns jetzt erstmal zur Priorei wieder zurückrennen. Obwohl, ne, da können wir uns auch schnell reisen, hinreiten. Da. Dann können wir wieder umtauschen. Die Rüstung haben wir ja jetzt. Ich hatte gehofft, die sei vielleicht noch mal besser, aber ist anscheinend nicht der Fall. Seid gegrüßt, Kreuzritter Fürst. Sir Laton, ihr seid im Weg. So. Weg, 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 weg. Und dann hier die Pfeile nehmen wir wieder mit. Ich hoffe, wir kriegen einige, also können doch schon einige hier loswerden. Zwergenpfeile noch. So. Fertig. Ja, bitte. Das heißt dann, was Quest angeht, können wir das hier wieder aktiv schalten. Und ich hoffe, ist es dann jetzt genug Zeit vergangen. Dass der dann fertig ist mit dem Dingens. Ich wechsle vielleicht mal einmal wieder zum Bogen. Den lederischen Dolch will ich verkaufen. So, komm. Ich habe keinen Pfeil ausgerüstet. Wir machen die Eisenpfeile mal weg. Komm. Wir brauchen da Platz im Inventar und die Skillpunkte. Wo liegt sie jetzt? Da. 14 Pfeile. Okay, und die Straße müssen wir wiederfinden, die irgendwo im Norden ist. Jetzt sind hier aber auch nur die Dings, die Hauptstraßen markiert. Keine Nebenwege oder sowas. Wer will hier Stress? Kommst du denn her? So.
Also Athletik hat sich auch nochmal verbessert. Nice. Okay, Wolf kommt auch noch dazu. Das war's mit dem Wolf. Komm schon. Ich gar nicht mehr. So, nur 5 Pfeile. So, da ist aber die Hauptstraße, oder? Ist das die? Wo bin ich? Ach, da bin ich. Ja. Okay, also jetzt nur noch Richtung Anvil, in der Hoffnung, der ist jetzt fertig, wenn wir ankommen. Hätten wir vielleicht zuerst die dunkle Bruderschaft machen sollen, weil wir aus der Diebesgilde rausfliegen, wenn wir Mord begehen. Bin ich jetzt neugierig. Wann wir oder ob wir da rausfliegen, nur wegen Mord. Wir werden wahrscheinlich wegen allem hier aus allem hier rausfliegen, sobald wir der dunklen Bruderschaft beitreten. Aber ich glaube, es gibt da ja die Möglichkeit, sich reinzuwaschen, dass man wieder von allem Mitglied ist. Man, ich würde sagen, ich würde es dann vielleicht so machen, dass, okay, warte mal, wer will hier Stress? Der. Ich würde auf jeden Fall es so machen, dass wir versuchen uns überall einmal reinzuwaschen, sobald wir die Questreihe der dunklen Bruderschaft abgeschlossen haben. Ich hätte vielleicht nicht ihm nicht zu nahe kommen sollen. Genau, also dunkle Bruderschaft abschließen, dann fliegen wir halt einmal überall raus. Woher kommen die ganzen Gobos jetzt hier? Führen die gerade Krieg gegen andere Gobos oder so? Alter!
Was war das denn für ein Schuss? So, der erste ist down. Noch ein bisschen. So, ziehen wir die Pfeile noch mal raus aus denen. 145 Stahlpfeile. Woher? 119 Stahlpfeile. Woher? Jetzt ernsthaft, woher haben die so viele Stahlpfeile? So, vielleicht einmal alles reparieren? Jo, definitiv. Alles einmal kaputt. So ordentlich. So, einen Moment, ich muss jetzt einmal kurz eine kleine Unterbrechung machen und bin sofort wieder da. Bis gleich. So, sorry für den Break. Musste eben kurz wo reagieren. Aber ja, okay, wir machen uns jetzt wieder weiter auf dem Weg Richtung Anvil. Und hoffentlich ist dann das Gedöns da fertig. Sind überall Schäfchen unterwegs. Ich hoffe wirklich, wenn wir da ankommen, ist er fertig mit den, also der Fremde, mit der Fälschung. Jemand müsste mal hier die Toten wegräumen. Liegen hier zu viele rum. Hatte ich eigentlich vorhin was repariert? Ja, okay, wir hatten alles repariert. Und jetzt, wer will hier Stress? Da unten. Ich weiß nicht, ob wir den treffen. Ja, jetzt haben wir endlich den mal getroffen. So. Aber damit schinden wir ein bisschen Zeit, bis der Fremde wirklich fertig ist. Wenn er ja schon einen ganzen Tag braucht. Muss hier auf die Brücke, okay. Wir müssten bei Gelegenheit auch wieder neue Helme kaufen.
So, 16 Pfeile kriegen wir wieder. Das waren aber mehr als 16 Pfeile, die wir in ihn reingeballert haben. Ich frag mich, ab wann wir alle Pfeile wieder kriegen, die wir verschossen haben. Aber ich glaube, das soll auch... Wer? Wo? Ah, einer mit Bogen. Ja, möglichst viel Zeit schinden. Rasava-Lager. Autsch. Was für erbärmlicher Turm. Ich bin im Bogenschießen total unterlevelt und mache euch fertig. Mist, der ging ganz klar daneben. So, wie viele Pfeile hat die? 8. Schießt sie mit Vulkanglasfallen? Wollt ihr nicht sterben? Würdet ihr sterben wollen? Ist immer wieder dieselbe Frage. Okay, der ging daneben. Schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Ich habe auch schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Ah, Mist. So, wie viele Pfeile hat die jetzt? 10. Und Glaspfeile 7. So, einiges an Pfeilen haben wir jetzt auch schon wieder verbraucht. Wir sind jetzt bei 474 von 550 und ein paar zerquetschte. Bereich wird geladen. Speichern. Okay, da kommt ein besonderer Gegner. Die beschwört jetzt aber keinen Bären. Warum? Normalerweise beschwören die sofort einen Bären. So, einmal nochmal nachschießen. So, Eisenpfeil, ein Stahlpfeil. Woher hat die den Stahlpfeil? So, einen Moment. Ich hasse diesen Stuhl. Dum, 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 dum. Irgendjemand müsste wirklich die ganzen Toten hier wegräumen. Dum, 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 dum. Sorry, die Melodie summe ich gerne mit. Und die Goldküste haben wir erreicht.
Wie heißt eigentlich der komplette Gebiet hier nochmal von bei der Goldküste? County Quatsch? The Clovian, genau. Zu Dings. Clovian gehört ja Quatsch. Also die Goldküste gehört zu Clovian, glaube ich. Skingrad. Bis Koroll da hinten. Bruma ist schon ein anderes Gebiet. Die zum Geral-Gebirge. Chardinal, glaube ich, gehört auch noch dazu. Oder? Ne? The Valus Mountains. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Boah, ich frage mich, wäre Quatsch eigentlich heile geblieben, wenn wir direkt nach dem Gefängnis dort erschienen wären? Also, dass wir das mit Dingens hier ignoriert hätten, mit Joffrey. Und direkt darüber. Das frage ich mich ja halt wirklich und wer ist denn das da? Wie kann ich euch helfen, Meister? Helen! Hallo! Den sehen wir auch immer wieder hier auf den Straßen. Warte mal. Ich wollte schon sagen, leuchtet meine Rüstung da unten an beiden Gold? Oh, eine goldene Daedra-Rüstung, das wäre auch nicht schlecht. Na, ich feiere halt aber dieses Schwarz-Rote. Das feiere ich sehr. So. Anvil, wir sind da. Ich hoffe, der Typ ist jetzt fertig, da hinten. So. Unterbrecht mich nicht. Ihr stört mich. So, wie sieht's aus mit dem gefälschten Brief? Weshalb belästigt ihr mich? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt verschwindet und lasst mich weiterarbeiten. Okay, er ist noch nicht fertig. Habe ich in Anvil ein Haus? Habe ich ihn zu Hause? Wie geht's? Wenn ja, würde ich, würde ich mal nach Hause gehen und da vielleicht pennen. Wie geht es euch? Aus Benirius? Benirius? Ich glaube, das könnte mein Haus werden. Aber wie bekomme ich den jetzt nochmal?
Vielleicht muss ich den hier kaufen. Noch. Im Schloss. Okay, warten wir 6 Stunden. Es ist mir eine Ehre, mit dem Meister von Cyrodiil zu sprechen. Was braucht ihr? Neuer Hauptmann der Wache? Ja, mein Vetter ist dazu ausersehen, diese Stelle zu übernehmen. Er ist hervorragend qualifiziert. Okay, Lebt wohl. Was möchtet Gräfin ihr hier? Gräfin Milona Umbranox. Ihr habt es den verflixten Daedra ordentlich gezeigt. Wir fühlen uns alle besser, wenn jemand wie ihr da ist. Auf Wiedersehen. Unterbrecht mich nicht. Was macht er jetzt hier? Ja. Wie lange muss ich jetzt warten? Wenn ich jetzt nochmal 6 Stunden warte? Müsste der doch langsam fertig werden, oder nicht? Da. Habt ihr meine Münze? So, werter Herr. Unterbrecht mich nicht. Ihr stört mich. Wie sieht's jetzt aus? Habt ihr meine Bezahlung? Hier ist euer Lohn. Hier ist die neue Kandidatenliste. Hieronymus Lex wird aufs Wärmste empfohlen. Okay. Wir kümmern uns um Lex. Automatisch speichern. Wo muss ich jetzt dafür hin? Ach, okay. Wieder zurück zum Gefängnis. Ja, perfekt. So, mal gucken, wie viele Gegner jetzt wieder auf dem Weg sind. Wisst ihr was? Ich mach dafür eine Schnellreise. Was braucht ihr, Meister? Einmal kurz speichern. Vielleicht auch einmal, die Rüstung ausziehen. Wie jetzt? Mist. So. Komm. Halt. Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hier mit... Ja, hier. Zu schade. Also... Ist ja eh zum Glück hier. Ach nö. Haltet auf der Stelle an. Also. Darf man da überhaupt rein?
Halt, ihr habt... Dann zahl... So. Muss das hier rein? Gefälschte Kandidatenliste. Oder muss das nach oben? Nee, das muss nach unten. Ich lade nochmal. Diesmal dürfte er nicht da sein, oder? Ach, hier. Hier muss er wahrscheinlich rein, oder? Hier rein? Durch des Winters. Was muss ich machen? Der Fremde hat einen neuen Brief für mich gefälscht. Jetzt muss ich in den kaiserlichen Legionsbezirk in der Kaiserstadt. Ich muss den Brief mit dem offiziellen Siegel des Legionskommandanten versiegeln. Ah. Ich habe den Brief mit dem Siegel des Legionskommandanten versiegelt. Nun muss ich ihn Gräfin Umbranox persönlich überbringen. Ich werde die Rolle des Kuriers übernehmen. So war das. Okay, dann, Karte. Reisen, machen wir mal eine Schnellreise dahin. Und warten hier. Es ist 4 Uhr morgens. So, 10 Uhr morgens. So, werte Frau Umbranox. Ja? Ich habe hier, neuer Hauptmann der Wache. Habt ihr die Empfehlung der kaiserlichen Wache für meinen neuen Wachhauptmann? Normalerweise werden solche Nachrichten von meiner Verwalterin Dairi Hill entgegengenommen. Lasst mich mal sehen. Hieronymus Lex scheint die beste Wahl zu sein. Eigentlich wollte ich die Stelle an Dairi Hills Vetter vergeben. Ich habe die Bestallungsurkunde dazu schon hier liegen. Ich werde den Namen eintragen und ihr könnt sie dann Hauptmann Lex überbringen. Habt Dank, Kurier. Meine Verwalterin wird euch eine Belohnung auszahlen. Okay. Ihr seid entlassen. Ja? Ihr kriegt eine Belohnung. Sie möchte, dass ich euch ein Trinkgeld gebe. Als wäre es nicht schon unverfroren genug. Ihr habt meinem Vetter die Aussicht auf eine Anstellung genommen. Nehmt euer Geld und geht mir aus den Augen. Ich hab nur eine Dingens hier. Das werdet ihr bereuen. Ich warte. Und? Okay, ich habe genug mit euch geredet. Nur weil ich jetzt in Anführungszeichen der Kurier war? Woher soll die... Ich verstehe das nicht, die Logik dahinter. So, was ist jetzt die Aufgabe? Gräfin Umbranox hat mir ihre Antwort gegeben. Jetzt muss ich sie Hieronymus Lex übermitteln. Sein Gesichtsausdruck sollte unbezahlbar sein. Ja, überbringen wir sie ihm. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Dum, 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 dum. Hier? Südlicher Wachturm? Ich höre euch zu, Bürger.
Nehmt eure Pause. Es... Interessanten Weg, den mir die Questmacher hier zeigen. Wie kann ich euch helfen, Meister? Sehr interessanter Weg. Da ist er schon. Ihr kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Hieronymus? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, neuer Hauptmann der Wache. Man hat mich auf einen neuen Posten versetzt. Das ist ja unerhört. Dahinter steckt der Graufuchs, da bin ich mir sicher. Aber Pflicht und Ehre verlangen, dass ich diesem Befehl hier nachkomme. So hat er nach all diesen Jahren doch endlich gewonnen. Vielleicht hat das Schicksal ja ein Einsehen und sendet ihn mir nach Anvil. Wir kümmern uns um Lex. Ich breche sofort nach Anvil auf. Ah, ich freue mich gerade irgendwie ein bisschen. Er hat was wenigstens einen neuen Posten und hat endlich inneren Frieden. So halbwegs. Warum will das Game, dass ich da über die Türme zum Ziel gehe? So, wo muss ich hin? Ach, nach Braavel. Okay. So, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.